Chain Electric Indigo. Sag mal hallo. Hi. Du kommst aus Österreich. Also ich erzähle jetzt die Geschichte wieder mal. Es war so, dass ich das erste Mal richtig auf einem Flyer gedruckt werden sollte. Ja. Da brauchte ich unbedingt einen guten Namen. Und ja, da war also so ein Typ in Wien, den kannte ich nicht persönlich. Ich wusste, der ist eigentlich aus Chicago und ist ein Schriftsteller. Da dachte ich mir, das nächste Mal, wenn ich dem über den Weg laufe, dann frage ich ihn. Und er hat mich gefragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Und ich habe gesagt, blau. Dann hat er sich das ausgedacht. Also ein paar Stunden später kam er daher und hat gesagt, Electric Indigo. Und ich habe mir gedacht, strange, aber schon cool. Hey, also ich wohne in diesem Art Hotel und das ist eigentlich super nett und da gibt es irgendwie das Märkische Ufer gleich dahinter und so. Und wer wohnt da noch? Also die Grand Poobas wohnen dort. Das sind die Leute, die den Track Sandwiches gemacht haben und deren Manager, der auch ein Label macht namens Intuit Solar, der sitzt da drüben, also saß. Da ist er. Ein Teil der Klangleute wohnt da, also Heiko MSO und Andrea Wünsche, in deren Booking-Agentur ich auch bin. Ich glaube, Laurent Garnier hat da auch übernachtet, aber den habe ich nicht getroffen. Und irgendwie einen Haufen von anderen Ravern und sonstigen Leuten. Was besonders lustig war, war, dass ich Christian Vogel dreimal morgens getroffen habe, weil der jedes Mal in der Früh völlig übernächtigt mit solchen argen rot-blauen Ringen unter den Augen Interviews geben musste. Und zwar genau in dem Zimmer nebenan, von dem Zimmer, wo ich mit meiner Freundin bin. Also Art Hotel ist voll das Raver-Hotel. Nicht, dass ich ein Raver bin, aber man hat doch irgendwas damit zu tun. Habt ihr noch was zu saufen, Sex oder Drogen? Ja, nein, ja. Na, ich habe bei der Abschlusskundgebung aufgelegt und das war schon interessant. Also ich habe vorher noch nie dort aufgelegt bei der Siegessäule. Es ist natürlich einerseits spannend wegen dem ganzen Tamtam. Also man wird da so komisch zuerst durchs Unterholz geführt und dann irgendwie in den Untergrund gebracht und dann steigt man bei der Siegessäule wieder rauf, wo man halt die ganzen Promis sieht, die man schon vor 10 Jahren aber etwas frischer kennengelernt hat. Und alle sind ganz super wichtig. Und aber wenn man dann oben steht auf der Bühne und bis zum Brandenburger Tor sieht und alles voll mit Menschen, ist natürlich schon geil. Und es ist super perfekt organisiert gewesen. Also es gab 2 Bühnen und ich glaube, die haben das schon bei Mayday irrsinnig oft gemacht, dass sie halt irgendwie das echt im Griff haben, wie der Soundwechsel zu praktizieren ist von einer Bühne zur anderen. Und das Setup war perfekt, also man konnte richtig gut auflegen. Willst du vielleicht noch was fragen? Ja. Ob ich was fragen will? Mal zur Abwechslung. Wie gefällt euch die Party heute? Ist immer auch wegen neuem WMF oder ist das nicht so wahrscheinlich? Ja, genau das könnte ich ja wirklich noch sagen. Das ist ein Zusammenwirken von Kräften, die in Addition etwas mehr ergeben. Mhm. Weil die einzelnen Acts sind gut und zusammen ist es noch viel mehr. Und was heute besonders gut ist, finde ich, ist diese Videoinstallation von VisuMart. Und ich bin echt ein totaler VisuMart-Fan und was die da auf die Beine gestellt haben, das gibt der ganzen Party derartig viel Mehrwert und ich bin echt völlig begeistert eigentlich.
Hause. Danke dir vielmals. Ja, gerne. Ein bisschen Zeit mit uns gefunden. War mir eine Freundin. Alles prima. Danke. Alles super. Gut.